Gibt es sowas wie so eine vorgezogene Midlife-Crisis? Ich weiß es nicht. Kann da jemand aus Erfahrung sprechen? Also ich fühle mich manchmal so ein bisschen ja, so. Ja, es gibt ja schon Burnout mit 16 Jahren, also was willst du? Na, aber trotzdem ist es immer wichtig, finde ich, sowas auch mal zur Sprache zu bringen. Auf jeden Fall. Und da habe ich einen kleinen Song geschrieben. Über alles im Leben kann man reden, ohne Vorbehalte holt man es ans Licht. Doch es gibt da was, das bisher ganz unbeachtet blieb. Das ist die Krise, über die niemals jemand spricht. Früher da war alles anders, früher ging es nur bergauf. Früher hat man das vertragen und früher, da stand man jetzt erst auf. Ha, heute geh ich um 10 Uhr schlafen, bin sturzbetrunken nach nur einem Bier. Am Tag danach möchte ich sterben und frag mich, was ist eigentlich los mit mir? Menschen Mitte 30 haben's schwer. Was früher selbstverständlich war, geht einfach nicht mehr. Hat man seine Ziele auch erreicht? Menschen Mitte 30 haben es nicht leicht. Nicht leicht. Heute denke ich an morgen, hab immer etwas in der Hinterhand. Geh rechtzeitig zur Darmvorsorge und nach der Arbeit noch eine Stunde aufs Laufband. Der Volksmund sagt, schön ist die Jugend, sie hat keine Wiederkehr. Und wer den Absprung bis jetzt nicht geschafft hat, der schafft ihn überhaupt nicht mehr. Menschen Mitte 30 haben's schwer. Immer an der Grenze zwischen Schreibtisch und Geschlechtsverkehr. In jeder Hinsicht auf Erfolg geeicht. Menschen Mitte 30 haben es nicht leicht. Oder?